In der Reihe Sozialpädagogische Konzepte stelle ich euch heute den Ansatz Tools of the Mind oder übersetzt Werkzeuge des Geistes bzw. Denkwerkzeuge vor. Dieses Konzept wurde von Schülerinnen und Schülern der kulturhistorischen Schule, also von Anhängern des russischen Entwicklungspsychologen Vygotsky, entwickelt. Den seht ihr hier immer rechts im Bild. Seine soziokulturelle Entwicklungstheorie habe ich bereits in einem anderen Video besprochen. Tools of the Mind und Vygotskys Entwicklungstheorie sind natürlich ganz eng miteinander verknüpft. Ich erkläre den Ansatz zwar so, dass man die Grundlagen nicht unbedingt braucht, um jetzt das Konzept zu verstehen, aber für ein tiefergehendes Verständnis solltet ihr euch auf jeden Fall kurz mit der soziokulturellen Entwicklungstheorie beschäftigen. Das Video hierzu findet ihr oben in der Infobox. Sinnvoll ist es bei diesem Konzept mit dem Begriff der Denkwerkzeuge zu starten. Schließlich heißt der Ansatz ja auch so. Wir Menschen entwickeln und benutzen ja in der Regel Werkzeuge mit dem Ziel, unsere körperlichen Fähigkeiten zu erweitern. Die ersten Menschen hatten zum Beispiel Schwierigkeiten, mit bloßen Händen Tiere zu fangen und zu erlegen, also verwendeten sie Waffen als Werkzeuge, um ihr Ziel zu erreichen. Oder ein ganz anderes Beispiel, um uns zu orientieren, können wir einen Kompass als Werkzeug benutzen. Auch der erweitert also unsere Fähigkeiten. Jetzt zur Idee der Denkwerkzeuge. Wenn wir mit technischen Werkzeugen unsere körperlichen Fähigkeiten erweitern können, können wir dann nicht auch durch die Entwicklung von geistigen Werkzeugen unsere mentalen Fähigkeiten verbessern? Meine Oma hat sich zum Beispiel einen Knoten ins Taschentuch gemacht, wenn sie noch was zu erledigen habe. Der Knoten war also das Hilfsmittel, irgendwas Wichtiges nicht zu vergessen. Ähnlich ist es ja auch bei der Einkaufsliste. Auch die hilft uns dabei, dass wir an alles denken. Ein Tool of the Mind ist also ein von Menschen erschaffenes Hilfsmittel, das uns bei der Steuerung unserer mentalen Prozesse hilft. Und wenn Menschen mit solchen Werkzeugen ihre mentale Prozesse optimieren können, dann wäre es doch sinnvoll, bereits für die Kleinen, also für die Vorschulkinder, solche Gedankenwerkzeuge zu entwickeln und denen anzubieten. Die Werkzeuge helfen uns beispielsweise, unser Verhalten und unsere Emotionen zu regulieren oder unsere Impulse zu kontrollieren. Sie zielen aber natürlich auch auf die Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten ab. Es geht also auch um Aspekte wie sich Dinge merken können oder Handlungen zu planen und auch darum, flexibel auf Probleme zu reagieren. Wie genau das funktioniert, das kann schon an dem banalen Beispiel der Einkaufsliste gezeigt werden. Dass die uns dabei hilft, nicht zu vergessen und den Gang durch den Supermarkt im Vorfeld zu planen, das liegt ja auf der Hand. Tatsächlich hilft sie uns aber auch, unsere Emotionen und unser Verhalten zu steuern. Gerade im Supermarkt wird beides durch Werbung, die Position der Produkte im Markt und natürlich auch durch die Etiketten und so weiter nämlich gerne manipuliert. Mir fallen gerade noch Farben und Geräusche und Gerüche ein. Man strahlt doch unterschiedliche Produkte mit unterschiedlichem Licht an, damit die besser aussehen und so. Aber mit eurer Einkaufsliste könnt ihr euch wehren. Wenn ihr euch nämlich an die haltet, dann hilft sie euch als Denkwerkzeug dabei, euch vor diesen Manipulationsversuchen zu schützen. Wir schauen uns später noch weitere Beispiele an. Bis hierher sollte vor allem der Stellenwert der Denkwerkzeuge deutlich geworden sein. Denkwerkzeuge dienen der Kontrolle von mentalen Prozessen. Setzen wir sie ein, dann ist unser Verhalten nicht mehr unmittelbar, sondern kann durch unser Bewusstsein absichtlich gesteuert werden. Das nennt Vygotsky dann die Bewusstwerdung höherer mentaler Funktionen durch die Beherrschung von Denkwerkzeugen. Zur Veranschaulichung oben ein einfaches Reizreaktionsschema, bei dem die Reaktion auf den Reiz folgt, ohne dass wirklich klar oder relevant ist, was dazwischen passiert. Daher diese schwarze Box. Das Schema kennt ihr vielleicht aus dem Behaviorismus. Und unten dann die Zwischenschaltung der höheren mentalen Funktionen, wodurch die Reaktion, also das Verhalten, kontrollierbar wird. Ziemlich geniale Sache. Hinter dem sozialpädagogischen Konzept steckt jetzt also folgender Gedanke. Wenn Kinder Denkwerkzeuge beherrschen und sie zur Kontrolle ihrer mentalen Prozesse einsetzen, dann ist damit die Basis für das Lernen geschaffen. Und das führt dann natürlich dazu, dass sie immer selbstständiger mit der Umwelt und den Problemen, mit denen sie konfrontiert werden, umgehen können. Als Beispiel hatten wir uns mit der Einkaufsliste ein konkretes Denkwerkzeug angeschaut. Jetzt geht es hier ja aber um den Elementarbereich und das ist das Beispiel nicht ganz passend. Deswegen will ich euch noch ein paar weitere Denkwerkzeuge zeigen. Es ist eigentlich vollkommen egal, in welchen Kindergarten ihr geht. Ihr werdet auch dort irgendwelche Denkwerkzeuge finden können.
die roten Punkte auf den Schränken, an denen die Kinder erkennen, dass sie da nicht ran dürfen, die Projektskizze an der Wand, die das Planen und Erinnern unterstützt, die Klangschale, die eingesetzt wird, wenn die Kinder zur Ruhe kommen sollen, die Bilder im Regal, die zeigen, wo welche Materialien ihren Platz haben, der visualisierte Tagesplan in der Gruppe. All das hilft den Kindern bei der Steuerung ihrer mentalen Prozesse. Diese anschaulichen Denkwerkzeuge, die leuchten ja mit Sicherheit ein. Es geht aber noch eine Nummer abstrakter. Symbolsysteme sind nämlich auch Denkwerkzeuge. Ich mache euch das mal am Beispiel des Symbolsystems Sprache deutlich. Sprache ist im Tools of the Mind Kindergarten das wichtigste Werkzeug. Das heißt, mit Sprache können die Kinder ihr Verhalten, ihre Emotionen und natürlich auch ihre Kognitionen steuern. Leuchtet auch irgendwo direkt ein. Natürlich kann man sich zum Beispiel selbst beruhigen, indem man sich gut zuspricht. Man kann Handlungen im Kopf planen, indem man sie Schritt für Schritt durchgeht und natürlich durchdenkt man das dann nicht in Bildern oder Bewegungen, sondern man versprachlicht das. Ihr habt jetzt verschiedene Denkwerkzeuge kennengelernt. Je öfter den Kindern die Kontrolle der mentalen Prozesse mit Hilfe eines Werkzeugs gelingt, desto weniger sind sie auf die Unterstützung des Werkzeugs angewiesen. Durch die ständige Anwendung haben die Kinder das Werkzeug in ihr eigenes Repertoire aufgenommen. Es ist dann von einer sozialen auf eine individuelle Ebene gelangt. Somit ist es gar nicht mehr notwendig, dass das Werkzeug wirklich in der Umwelt vorhanden ist. Und wenn ein Werkzeug erstmal intern repräsentiert werden kann, dann werden den Kindern nach und nach die mit Hilfe des Werkzeugs gesteuerten Prozesse bewusst. Und mit den Gedanken sind wir schon ziemlich nah am Aufgabenbereich der Erzieherin in einem Tools of the Mind Kindergarten. Dass sie zur sozialen Ebene des Kindes gehört, kann sie aktiv dazu beitragen, die Entwicklung der Kinder zu unterstützen. Und das gelingt natürlich durch die Bereitstellung und Vermittlung von Denkwerkzeugen. Zu beachten sind dabei zwei Prinzipien. Zum einen geht man davon aus, dass nicht das soziale Umfeld alleine das Wissen der Kinder bestimmt, sondern dass das ein gemeinsamer, also ein ko-konstruktiver Prozess zwischen Kind und Erwachsenem ist. Natürlich können die Erzieherinnen die Entwicklung beeinflussen, zum Beispiel indem sie den Raum und das Material, also das Umfeld in der Einrichtung verändern oder indem sie im Gespräch mit den Kindern versuchen, Wissen zu vermitteln. Der Punkt ist aber, dass die Kinder dieses Wissen nicht einfach eins zu eins übernehmen, sondern dass sie es mit dem, was sie selbst von der Welt bereits wissen, in Verbindung bringen. Sie konstruieren sich ihr Wissen also selbst. Der zweite Punkt betrifft die Lernunterstützung. Erzieherinnen helfen den Kindern dabei, Aufgaben, die die Kinder nur mit Unterstützung ausführen können, zunehmend selbstständiger zu bewältigen. Wie gelingt es? Der Trick dabei ist, dass die Erzieherinnen dabei immer nur so viel Hilfestellung geben, wie unbedingt notwendig ist. Es sollen immer mehr Teile der Aufgabe vom Kind alleine übernommen werden, bis keine Lernunterstützung der Erzieherin mehr notwendig ist. Hier habe ich das mal mit zwei Kletterern visualisiert. Ich mache das aber mal am Beispiel des Puzzlens konkreter. Wir haben ein Kind, das puzzelt einfache Puzzle mit wenigen Teilen schon ganz alleine. Es hat also das Prinzip des Puzzlens verstanden. Jetzt versucht sich dieses Kind an einem aus drei Bildern bestehenden Puzzle, das außerdem noch mehr Teile hat. Ihr kennt die vielleicht. In einer Packung sind Teile für drei unterschiedliche Puzzle, die dann auf der Rückseite entsprechend gekennzeichnet sind. Meistens sind Punkte, Striche oder gar nichts drauf. Man muss die verschiedenen Rückseiten dann erstmal zueinander sortieren, damit man beim Puzzle nicht durcheinander kommt. So, jetzt zur Erzieherin. Die beobachtet jetzt das Kind bei dem Versuch, mit der Aufgabe des Puzzlens zurechtzukommen und erkennt, dass die Aufgabe noch etwas zu schwer ist. Jetzt überlegt sie sich, welche Denkwerkzeuge sie bereitstellen kann, um das Kind schrittweise dazu zu befähigen, das Puzzle zusammenzusetzen. Als erstes nimmt sie sich drei kleine Körbchen, die sie markiert. Auf das erste macht sie ein Bild von Puzzleteilen mit Punkten, auf das zweite eins von Teilen mit Strichen und auf dem dritten ist nichts drauf. Mit diesem Werkzeug kann das Kind dann sein Verhalten regulieren, und zwar indem es vor dem Puzzeln die Teile sortiert. Außerdem könnte die Erzieherin eine Art visualisierten Ablaufplan erstellen. Schritt 1 könnte das Sortieren der Teile sein, Schritt 2 ist dann, sich für eines der drei Puzzle zu entscheiden, im dritten Schritt werden alle Teile umgedreht, im vierten wird erst der Rand gepuzzelt und so weiter und so weiter und so weiter. Die Erzieherin hält den Kindern die Werkzeuge im Übrigen nicht einfach nur vor die Nase. Die Sachen können auch zusammen mit den Kindern entwickelt werden und auf jeden Fall müssen die Kinder erklärt bekommen, wie die Werkzeuge zu benutzen sind. Sobald die Kinder aber verstanden haben, wie die Werkzeuge funktionieren, können sie mit ihrer Hilfe ihre mentalen Prozesse steuern. Und das Ding ist, dass das Kind aus dem Beispiel schon sehr bald nicht mehr auf die beiden Werkzeuge angewiesen sein wird, um die Aufgabe zu bewältigen.
Ist ja logisch, wenn man Handgriffe häufig geübt hat, dann braucht man keine Anleitung mehr. Das Denkwerkzeug wird dann also intern auf der individuellen Ebene repräsentiert. So, das war jetzt ein ziemlich langes Beispiel, aber jetzt sollte die Rolle der Erzieherin als Lernunterstützerin auf jeden Fall klar geworden sein. Vygotsky hat für diesen Lernprozess im Übrigen einen speziellen Namen. Er nennt dieses Konzept die Zone der nächsten Entwicklung. Diese Zone ist sowas wie eine Distanz oder ein Abstand, und zwar zwischen dem aktuellen und dem potenziellen Entwicklungsniveau des Kindes. Das aktuelle Entwicklungsniveau, das wird dadurch bestimmt, dass das Kind eine Aufgabe selbstständig, also ohne jede Hilfe lösen kann. Beim potenziellen Entwicklungsniveau sprechen wir von solchen Aufgaben, die für das Kind noch ein bisschen zu schwer sind. Sie können diese Aufgaben also nicht alleine, wohl aber mit der Hilfe von einem kompetenten Partner lösen. Der kompetente Partner, also hier die Erzieherin, leistet mit den Denkwerkzeugen eine notwendige Hilfestellung. Aus dem, was wir jetzt über die Erzieherin wissen, lässt sich wunderbar das Bild vom Kind ableiten. In dem Beispiel haben wir gesehen, dass das Kind selbst aktiv geworden ist und dass es zunehmend gelernt hat, sein Verhalten selbst zu regulieren. Es ist von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet also kompetent und aktiv. Eigeninitiative des Kindes spielt bei dem Ansatz also durchaus eine Rolle. Das zeigt sich zum Beispiel auch darin, dass das Spiel und hier besonders das Rollenspiel in einem Tools of the Mind Kindergarten einen sehr hohen Stellenwert hat. Vygotsky geht davon aus, dass das Kind im Spiel über seinem Entwicklungsstand agiert. Im Rollenspiel zum Beispiel tun die Kinder so, als ob. Erfahren sich selbst also in anderen Rollen, sie handeln gemeinsam Regeln aus, setzen sich Ziele, arbeiten mit symbolischen Gegenständen. Das alles, das geht natürlich nur, wenn die Kinder schon wichtige Fähigkeiten erworben haben, also kompetent sind. Hier entsteht also schon der Eindruck eines Bildes vom kompetenten Kind. Trotzdem liest man zwischen den Zeilen der soziokulturellen Theorie und auch des Ansatzes immer wieder heraus, dass es mit der Selbstgestaltung des Kindes dann doch nicht ganz so weit her ist. Deswegen habe ich kompetent auch in Klammern gesetzt. Ich will versuchen, das deutlich zu machen. Wir haben ja gehört, dass die Kinder nicht selbst zu Denkwerkzeugen kommen, sondern dass diese im soziokulturellen Umfeld bereits vorliegen. Das hatten wir ja ganz zu Anfang kurz besprochen. Außerdem wisst ihr, dass erst durch die Beherrschung von Denkwerkzeugen Selbstregulation möglich ist. Das bedeutet jetzt aber, beherrscht das Kind keine Denkwerkzeuge, kann es sich nicht zu den Reizen in seiner Umwelt verhalten, sondern ist denen ohnmächtig ausgeliefert. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Kompetent ist das Kind nicht von Anfang an, sondern erst dann, wenn es erste Denkwerkzeuge beherrscht. Ob es bei der Vorstellung überhaupt noch gerechtfertigt ist, vom kompetenten Kind zu sprechen, vor allem wenn man jetzt noch andere Ansätze berücksichtigt. Das überlasse ich aber auf jeden Fall euch. Gut, damit kennt ihr jetzt wichtige Eckpfeiler des Tools of the Mind Kindergartens. Wie immer fasse ich das Gesagte nochmal ganz kurz zusammen. Denkwerkzeuge sind von Menschen erschaffene Hilfsmittel, die die Steuerung mentaler Prozesse ermöglichen. Bei diesen mentalen Prozessen geht es unter anderem um Verhaltensregulation, Impulskontrolle oder auch geistige Flexibilität. Die Denkwerkzeuge kommen nicht von den Kindern, sondern müssen von der Umwelt bereitgestellt werden. Die Erzieherin kann die geistige Entwicklung der Kinder unterstützen. Sie hat in diesem Konzept also einen besonderen Stellenwert. Sie führt die Kinder durch die Zone der nächsten Entwicklung auf ein höheres Kompetenzniveau. Wenn ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr euch jetzt ja noch mit der soziokulturellen Entwicklungstheorie hinter dem Ansatz auseinandersetzen. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuhören. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal gerne. Euch noch eine schöne Restwoche und auf bald.